Dies ist die kurze Geschichte, wie aus Speedy ein Flop wurde. Zuerst wollte ich euch zeigen, wie ich wieder einmal einfach so was losbaute, in der Hoffnung, dass das Modell nachher auch gut fliegt. Ob mir das gelungen ist, seht ihr am Ende des kurzen Videos. Der Versuch bestand darin, ein Modell zu bauen, welches ohne Seitenruder fliegt und sich auch während des Fluges trotz negativer Flächenform nicht auf den Rücken legt. Der zuerst von mir verbaute Motor war zu schwach, deswegen musste ein anderer her, etwas stärker. Das Modell hat eine Länge von 46 cm und eine Spannweite von 42 cm und wiegt abflugbereit 300 Gramm. Ziemlich schwer. Der Schwerpunkt lag eindeutig zu weit hinten. Nächster Versuch. Trotz Gewichtszugabe im vorderen Teil des Modells fliegt das Modell immer noch instabil. Wie ihr sehen könnt, hat der Flieger den Sturz gut überstanden, aber ich habe Gewicht verloren und kann deswegen nicht weitermachen. Mal sehen, ob ich den Flieger umbaue und es erneut probiere. Über eure Kommentare und einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Bis dann, tschüss. Watching you.